Janik und seine Kollegen haben vor wenigen Tagen etwas gebaut, was wir schon fleißig im Einsatz haben, nämlich den sogenannten Bounce Check. Hallo Janik. Hallo allerseits. Janik, bitte erzähl mal, was kann denn der Bounce Check und warum gibt es denn? Jawohl, der Bounce-Check ist dafür zuständig, dass man die E-Mail-Adressen äh, verifizieren lassen kann. Sehr häufig ist es natürlich so, dass eine E-Mail-Adresse nicht immer die gleiche E-Mail-Adresse bleibt, sei das jemand äh, wechselt das Unternehmen, jemand wechselt seine E-Mail-Adresse oder dergleichen. Das kann dazu führen, dass, wenn man E-Mail-Marketing betreibt, äh, hier eine höhere Bounce-Rate bekommt und natürlich dadurch die äh, Seriosität sozusagen von den E-Mail-Sendern, äh, Empfängern auch runtergestuft wird, was zu mehr Spam führen kann. Dafür brauchen wir diesen E-Mail-Validator. Genauso ist es. PipeRef hat damit ein Problem. Nämlich, PipeRef möchte verhindern, dass die Nachrichten, die über die Campaigns, also über die Newsletter-Funktion von PipeRef verschickt werden, im Spam landen. Und deswegen müssen Sie Ihren eigenen Account sozusagen, Ihren eigenen Server schützen. Ob das gerechtfertigt oder nicht, lasse ich jetzt einmal dahingestellt. Aber PipeRef schickt auf jeden Fall solche Warnungen raus. Entweder Warnungen oder Sie sperren den Account komplett. Ja, wenn Sie sehen, anhand der verschickten Nachrichten, dass zu viel Bounce gebounced wird. Bounce heißt, Sie schicken eine E-Mail an jemanden und da kommt so, wie der Janik gesagt hat, den gibt es nicht mehr und das kommt deswegen zurück. Das heißt, veraltete, ähm, veraltete Adressen verwenden. Was können Sie dagegen tun? Sie könnten theoretisch jemand Double Opt-in verschicken, aber Sie wissen, das geht im Pipeline einfach händisch und das ist ziemlich unlustig, sowas händisch zu verschicken. Ja. Deswegen hat der Janik diesen Bounce-Check. Ähm, gebaut. Ja, das ist so die Nachricht, die Sie dann bekommen. Also wenn Sie sowas sehen und Sie nicht händisch, diese Double Opt-in, ähm, machen wollen, dann melden Sie sich. Sie kriegen den in die Nachrichten. Also da unten steht, wie Sie das senken können. Sie landen da halt ganz normal im Block. Also man findet auch leider nichts Gescheites. Aber wir haben eben diese Lösung. Wir werden Ihnen das auch gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Ja, Janik, bist du Gut. <laughs> Ich komme jetzt nur wieder zu dir, weil ich auf den falschen Knopf geklickt habe. So, aber das ist der Richtige. Schauen Sie mal, wir haben das so, wir haben das so hingefiltert. Ja? Wir sehen da hier alle Abonnenten bei uns im Live-System. Ich habe jetzt logischerweise die Namen und die E-Mail-Adressen ähm, rausgefiltert. Ja? Also wir haben 945 Leute, die auf Abonniert geklickt haben. Ja? Im Ganzen sind es 1499, weil wir haben ja schon was verschickt und sind wir zurückgewiesen worden, eben weil, weil die Ansprechperson schon weg gewesen ist oder sowas. Ja? Also, das, was Pipelife fordert, ist, sie wollen diese Bounce-Rate senken. Und deswegen haben wir den bounce gebaut, der diese E-Mail-Adressen, bevor wir es verschicken, validiert. Und wir können dann einen Bericht an Pipelife schicken, wo wir sagen, validiert und wir haben das jetzt bereinigt. Wir ja? zeigen das jetzt ganz kurz. Janik, drück mal auf den Klopf bei dir, bitte. Yes, sir. So, die E-Mail-Adressen werden im Hintergrund gerade validiert. Na, sehr gut. Dann gehe ich jetzt hier auf unseren Bericht. Und jetzt warten wir. Ja, hat schon funktioniert. Wir haben das zum Spielen jetzt einmal nur mit 10 gemacht. Ja, und schau, da hier sehen wir, letzter Bounce-Check am 22.03., dass da lustigerweise hauptsächlich welche erwischte abgemeldet sind. Ja, ist, ja, aber ist ja egal, das funktioniert mit den, mit den Abonnierten ganz genauso. Ja, also, das ist abgemeldet, wir bekommen beim Bounce-Check zurück Invalid. Ja, da haben wir was arriviert. Wahrscheinlich auch deswegen im Vorfeld schon, weil der eben invalid gewesen ist. Also wir bekommen diese Liste. Und da hier haben wir alle möglichen Varianten drinnen stehen. Also die E-Mail-Adresse ist, ist gültig oder ungültig oder Catch All ist eine Office-Adresse. Das, was Sie jetzt machen müssten, ist, da ist ein Do Not Mail. Sie müssten dann einfach noch mit einer Massenbearbeitung da reingehen. Jetzt öffnet sich das. Und da hier machen wir Marketingstatus, aktuellen Wert bearbeiten. Der ist noch abonniert, ja. Wir machen da archiviert. So. Und das machen wir über Massenbearbeitung. Und das reicht. Und wir können jetzt Pipelive eine Liste schicken. Genau diese Liste in Wirklichkeit da, in denen drin steht. Die ganzen abgemeldet, ah, die ganzen Invalid ja? oder Do not Mail oder sowas, die haben wir jetzt alle archiviert. Das reicht den Freunden von PipeLife. Ja? Coole Sache, Janik. Gratuliere. Okay, danke, danke. Finde ich super. Wie kriegen Sie das? Schauen Sie mal, wir haben da unseren Webshop, ja, das ist der e tools und da hier sagen Sie einfach nur, wie viele E-Mail-Adressen Sie da durchlaufen lassen möchten. Ja, das zahlt sich natürlich aus, dass man das gleich mal für alle macht. Ja, wenn ich zum Beispiel 4.000, dann kostet es 550 einmalig, bitteschön. Ja, das brauchen Sie nicht jeden Tag machen, sondern einmalig 550. Lassen wir durchlaufen. Wenn Sie jetzt in einem Monat oder in einem Jahr oder was auch immer draufkommen, dass Sie wieder schon, schon, schon E-Mail-Adressen haben, die Sie vielleicht einmal durchlaufen lassen wollen. Dann haben wir ja vorne dieses Datumsfeld drinnen. Ja, dann lassen wir es einfach nur die neuen noch einmal durchlaufen. Ja, brauchen Sie nicht das Ganze nochmal zahlen. Auch praktisch, oder? Ja, eine coole Sache, oder? Finde ich auch. Kann genau. Einen side hat es, Sie senken dadurch logischerweise auch noch die Anzahl der Abonnenten. Das heißt, es ist kein Fehler, wenn Sie das einmal durchlaufen lassen und den ganzen alten Müll nochmal raushauen. Ja, dann wird pipe auch günstiger. Also eine gute Investition.